So, und da bin ich auch wieder zurück. Ja, weiter geht's. Ich musste jetzt kurz Break machen, weil ich immer wieder, ja, ist mir Remote Play hängen geblieben, weil irgendwie Internetprobleme. Und ich hoffe, es läuft jetzt besser. So, was haben wir hier? Ah, okay. Ein weiteres Relikt, Schlachtentafel. Oh, Bonusinhalt freigeschaltet. Cool. Gucken wir uns dann an. So, was haben wir hier? Ja, komm, weg damit. Krankengeschichte. Name Mary, Alter Geschlecht. 30. Dezember. Tempo, Schwitz, Kohlen, Kochsalzlösung. Wacht nicht ansprechbar, schwitzt und zeigt Anzeichen von Gelbsucht, nicht ansprechbar. Fiebermittel zeigen keine Wirkung. Kurze Phase der Klarheit, sagt, sie habe Visionen der Dunkelheit und könne die Farbe rot schmecken, verliert das Bewusstsein, erwacht, schreit über Monster in der Dunkelheit. Fieber steigt, teint zunehmend, gelb verfärbt, Puls immer noch schnell, schläft. Anmerkung, zweiter Tag, seit Kontakt zu Kreatur. Okay, also wir erfahren jetzt quasi die ganzen Einwirkungen von den Wesen. Was haben wir hier? Credits. Banhu, neue Funde zum Katalogisieren. Knochenpfeife, Dolch verziert, Sitzen, Nackenstatue, Sternsymbol, HL. Vampire. Ich wusste es. Notiz für Forschungsarbeit. Die Probe, trotz unseres Verständnisses von Biologen, wie lange leben diese Wesen schon unter unseren Füßen? Wachen sie alle paar Jahrhunderte auf, um sich an uns zu laben. Den Akkadern waren sie ein Begriff, wenn auch nur aus alten Erinnerungen. Batsutu ist eindeutig nach ihrem Vorbild entstanden. Ich vermute, dass die gesamte Folklore der Menschheit durch ihre Angriffe inspiriert wurde. Ein Urmythos, den alle Kulturen gemein haben. Der geflügelte Dämon, der gehörnte Satyr, der Minotaurus, der Vampir. Oh Gott. Der Vampir. Naja, wir wissen ja, was passiert, ne? Und es ist halt wirklich die Frage, wir haben ihr jetzt geholfen. Wird sie entweder am Ende uns helfen, quasi sich opfern? Für uns alle oder wird. Was ist das? Da liegt doch noch was. Ah, ich wusste es. 19. Dezember, Pulmer meint, dass das Funkgerät will uns vor der Welt da draußen abschneiden. Allein kämpfte in sie dafür verantwortlich ist. Ich persönlich hege immer noch Zweifel an, obwohl ohne Beweise alle verdächtig sind. Ich kann im Moment lediglich die. 30. Dezember. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Okay. Das ist schon interessant. Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Das Ding wurde doch sabotiert. Aber warum nur? Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drin ist es sicherer. Gute Arbeit, Sergeant.
Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauchen. Wo ist mein Feuerzeug hin? Was geht's? Es ist nichts. Oha. Jetzt kommt's langsam. Okay, das wird lustig. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sencom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Wie ist das gemeint mit Geisterfunk? Oh. Oh. Da. Salim, runter. Shh. How much are you being? Oh, come on. الكلاب يطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يجمدوا. لا لا. احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. تتجننت. دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك. هو ده العدو الحقيقي. سليم. انت اتجننت. اسمعني ارجوك اسمعني. قتلوا الامريكان وكانوا هيقتلونا انا. اسمعني، انا شفت غول بعناية دول وقتلت واحد. اخرس وامشي ورايا. انت سامعني خالص؟ لا، انت اسمعني دلوقتي. يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن. اختار. الله يلعنك. استنى، أنا جاي. أوها، مش... أوه ماي جاد. Sender zum Laufen, sofort! Ich brauche mehr Zeit! Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel! Ich bleibe hier. Sie müssen zu den Kameras die Flanke schützen. Ich mach das! Lieutenant, ich... Ich sagte, ich mach das! Los! Das wird nichts. Halt! Still! Das Arschloch! Nimm das doch rein! Was macht der Homs? Und der Helene! Er schlacht! Nein! Denk nicht einmal daran! Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Clown endlich los! Gib mir Deckung!
Deine Flanke! Keinen guten Schuss! In den Tempel! Schnell! Drück die Schulter dagegen! Schnell! Ich sehe keine Iraker! Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück! Hier drin geht's gleich richtig ab! Halt! Rachel? Rachel? Du lebst? Überrascht dich das? Gesehen, wie die dich... Wo ist Eric? Rach? Ich hab's gehalten, solange ich konnte. Aber es riss. Ich hab's nicht gekappt. Würde ich nie tun. Ich weiß. Können wir? Er ist es, oder? Sie sind nicht der Hellste, Nick, aber selbst Sie müssen das verstehen. Ihr beide vögelt doch, oder? Wärst du nicht drauf? Hört auf! Er ist es, Rachel. Ich weiß es. Halten Sie den Mund, sonst schlage ich zu. Colonel hin, Colonel her. Nicht Nick. Ich wollte warten, Eric. Ganz ehrlich, tut mir leid. Immer treu. Du liest nicht los. Ich schon. Was ist los mit ihr? Sie ist infiziert. Sie wird zu einem dieser Dinger. Warum ist sie jetzt hier? Sie braucht Hilfe. Ihr hilft nichts mehr. Sie sollte nicht hier sein. Stimmt. Wir müssen... Warte! Sie gehört zu uns. Aus dem Blick, Rachel. Es ist zu spät, Rach. Wir können sie nicht retten. Das kannst du nicht wissen. Ihr habt's gehört. Und jetzt auf den Weg. Jason, bitte. Tun Sie es nicht. Fuck. Fuck. Das ist eure Schuld. Ins Vorratszelt mit ihr. Sofort!
Waffe. Kleiner Rat. Sparen Sie eine Kugel für Sie auf. Leute, der Zug zum Haupttempel! Gehen wir. Fuck! Diese Dinger wollen wirklich unbedingt hier rein! Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Das ist unser Haus! Wir bestimmt! Wer hat den Wichser nicht auf? Oh, Scheiße! Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Ratten! Du wertloser Haufen Schrott! Rückzug! Jemand was dagegen? Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter! Runter? Da geht's nicht raus! Checkst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Yeah!
Bleibt in der Mitte! Kommst ja kaum irgendwas zu sagen. Psst. Leise. Glaub, ich höre sie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. ارمي سلاحك بالانجليزي. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Metarakusch! Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Der Rosas auf dem Meer, oder was machst du Kalam? Harkun Fekra Wesha. انت مش في مكان تحدثي. Nur ein Mucks. Mag es besser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Mach Ahban! Klappe! Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Was denken Sie können? Dieses Mal immerhin von vorne. Sie entscheiden, Colonel. Wir brauchen Sie. Sie sind der Feind, Nicky. Ich vertraue keinem von euch. Sie kommen! Wir müssen die Tür öffnen! Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran! Fort, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Shit! Hilf ihnen! Ich nehme den Korridor! Scheiße! Los! الهدي عينا ماتيكا مصارا بأي نوع من عيادي كم كلاريس بس اسمتي يا Sie gehört zu uns. Mehr musst du nicht wissen. Und jetzt ist die Unterhaltung beendet. Wohin wir gerade hin? Ihr lasst den Fuchs in den Hühnerstall. Sie wird sich Es gibt noch Hoffnung. Sie kommt mit uns. Verdammt, sie ist eine von uns. Bis sie es nicht ist. Du warst bei ihm. Das ist Magnon, das ist Magnon. Nur 21. Okay. Ich
bin hartnäckig. Ich versuche, dass sie... Komm am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Am Leben. Oder vielleicht... Oh, shit. Clarice! Steh auf! Clarice! Werde es nicht schaffen. Los, verschwindet! Verschwindet von hier! Überlebe den Angriff? Ach du Scheiße. Thank you.
Er ist verloren. Wir müssen weiter. Los! Nicht doch mehr. Leg dich nie mit einem Marine an. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Bist du allein? Hat es noch jemand geschafft? Es ging alles so schnell. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Nur dich und mich. Das ist ja großartig. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was. Ich bin der mit der Knarre. Willst du Ärger? Sagt der Ami mit der Knarre. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Das fuckt mich jetzt gerade ab. Das kann doch nicht wahr sein. Das war wie bei Little Hope. Man dachte, es läuft alles super. Dann stirbt einer nach dem anderen. Aber hätte ich... Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Nee, alles gut. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Oh Mann, das macht mich jetzt schon...
Also wenn es eine Heilung geben würde, wäre cool. Aber hätte ich sie vielleicht doch töten sollen? Ja. Man kennt halt, ne? Man versucht immer alles Mögliche, um jemanden zu retten. Und dann, nachdem sie sich verwandelt hat, sterben die Leute. Das ist nichts Neues. Seht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Können wir bitte das Thema wechseln? Kein Problem. Leg los. Wie sieht's bei dir zu Hause aus? Zu Hause? Wo fange ich an? Kein Geld, keine Arbeit, keine Zukunft. Kinder töten einander für ein paar Münzen. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Das ist zu Hause. So scheint es überall zu werden. Tja, ich wäre trotzdem lieber dort als in dieser Hölle hier. Sehe ich auch so. Geh durch! Danke. Echt jetzt? Selbst hier hätte ich ihn noch töten können? Einfach so nicht drücken und flupp. Ach, da ist er tot. Oh mein Gott, ey. Das Spiel, ne? Das fordert wirklich viel. Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Omen. Oh wow, Trophy, haben alles bekommen. Schön. Ja, ich nehme mal an, das ist der Typ, den wir quasi ganz am Anfang vom, ne, ganz am Anfang im Prolog sozusagen gespielt haben, der dann am Ende quasi die Kette an seinem Hals hatte, diesen Zylinder oder was das war. Nehme ich mal an, dass er quasi jetzt hier der... Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Anführer ist. Meinen Sohn umarmen. Und du? Was willst du tun? Vermutlich nur was trinken gehen. Das ist immer gut. Was haben wir hier? Nein, ich untersuche nichts, ohne zu wissen, was passiert. Zuerst mal hier gucken. 31. ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war, und sagte ihr, wie leid mir alles tat. Diesen gottverdammten Ort gereist waren, dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie ließ sie mich schwören, diesen Ort zu begraben. 21 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte,
Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Er sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Oh boy, das ist heftig. Okay. Bin mir halt nicht sicher. Ich guck jetzt einfach mal. Mal gucken, was wird schon passieren? Ah, eine Tafel. Okay, gut. Ich dachte, wir öffnen jetzt den Sarg. Ritualtafel, okay. Ah, gut, wir haben noch Licht. Ich dachte schon, wir haben kein Licht mehr. Ah, nee, noch nicht. Lieber noch ein bisschen gucken, ne? Man weiß ja nie, was bleibt. Also, sprich, wir haben jetzt 3 Leute verloren. Gut, Nick, glaube ich, wurde weggeschleudert. Bei ihm weiß man es noch nicht. Eric und Rachel sind leider von uns gegangen. Und es gibt leider auch, glaube ich, keine Heilung dafür, so wie man es kennt. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Glaube das eben, Grinschitz. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Alter, der hätte ihn schon wieder töten können. Er hätte ihn einfach mit dem Spieß ins Gesicht rein und weg damit. Oh mein Gott, wenn ich ihn jetzt nicht hochgehalten hätte. Eieieiei. Oh mein Gott, ja. Okay, weiter geht's. Okay.
Oh, hier ist ein Loch. Eieiei, gut, dass wir nicht reinfallen können, dass das nicht so gemacht ist. Gut, ich würde sagen, ich mache nochmal einen ganz kurzen Break und wir sehen uns dann gleich wieder. Vielleicht zum Finale. Mal gucken, Ich kann mich gerade nicht bewegen. Hallo? Ah, jetzt, okay. Ja, wir sehen uns gleich wieder.